Wenn eine Katastrophe diesen Ausmaßes geschieht, dann wird natürlich zu Recht die Frage gestellt, wie konnte es dazu kommen? Und was können wir tun, um uns künftig besser zu wappnen? Deshalb hat die Bundesregierung intensiv an der Aufarbeitung der Ursachen für die Hochwasserkatastrophe auch mitgewirkt. Für die Sicherheit der Menschen in Deutschland ist es zentral, dass alle Ebenen, Bund, Länder und Kommunen, aus dieser Analyse auch die richtigen Konsequenzen nun ziehen. Zwei Punkte will ich dabei besonders hervorheben. Wir haben uns in Deutschland viel zu lange in Sicherheit gewogen. In den vergangenen Jahrzehnten hat Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern international so sehr wenige Naturkatastrophen eines solchen Ausmaßes erlebt. Durch den Klimawandel werden wir aber in Zukunft immer häufiger von Stürmen, Waldbränden und eben Starkregen betroffen sein. Wir müssen uns deshalb sehr viel besser gegen die Folgen des Klimawandels und auch gegen andere Krisen wappnen. Das haben wir während der Corona-Pandemie gesehen und wir sehen es jetzt in Putins menschenverachtendem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir brauchen auf allen Ebenen mehr Bewusstsein für die Risiken und Gefahren. Nur wenn dieses Bewusstsein vorhanden ist, kann der Staat die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Katastrophenfall besser gewährleisten. Für mich ist klar, wir brauchen einen Neustart im Bevölkerungsschutz, und zwar auf allen Ebenen. Denn ein gut ausgestatteter und leistungsfähiger Bevölkerungsschutz ist entscheidend für die Sicherheit von uns allen. Bei diesem Neustart muss der effiziente Schutz der Menschen im Vordergrund stehen und nicht Zuständigkeitsfragen oder Verwaltungsverfahren. Deshalb haben wir gemeinsam mit den Ländern das gemeinsame Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz gegründet. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich Innenminister Reul dafür danken, dass er sich für dieses Projekt auch so engagiert hat und eingesetzt hat. In diesem Kompetenzzentrum werden frühzeitig gemeinsame Lagebilder erstellt und alle krisenrelevanten Informationen zusammengetragen. So können wir schneller reagieren, die Hilfsleistungen besser koordinieren und vor allen Dingen schneller und gezielter warnen. Dafür schaffen wir eine verlässliche und flächendeckende Warninfrastruktur und unterstützen den Ausbau kommunaler Sirenennetze in Deutschland. Wir sorgen für moderne Warnsysteme, mit denen jeder präzise Warnsysteme direkt aufs Handy bekommt. Denn wir haben im letzten Jahr erlebt, dass in Krisenlagen es natürlich auf jede Minute ankommt und auch auf das richtige Verhalten. Und wir statten die Zivilschutzreserve des Bundes mit weiteren modularen Unterkünften und Versorgungsmöglichkeiten aus, damit Evakuierte gut versorgt werden können. Hier möchte ich insbesondere das Pilotprojekt Labor 5000 nennen, eine mobile Containerhilfe, die hier auch im Ahrtal im Einsatz war, beispielsweise mit einer mobilen Hausarztpraxis, mit Rettungsdiensten, die dort Unterkunft bekommen können, aber auch für die Menschen, die Hilfe und Schutz brauchen und für eine mobile Abwasser- und Wasserversorgung, die im Katastrophenfall dort damit angeschlossen werden kann. Sie wurden im letzten Jahr schon dringend gebraucht, aber wir haben vielfältige Krisen. Und wenn wir sehen, dass wir sie im Moment in Tegel im Einsatz haben, um die Geflüchteten zu unterstützen in Berlin, dann sehen wir, dass wir mehr von diesen modularen Einrichtungen gebrauchen. Und deswegen darf ich mich noch einmal stellvertretend bei Ihnen, Herr Seif, vom Deutschen Bundestag bedanken, dass wir weitere Mittel dafür genehmigt bekommen haben, weitere dieser mobilen Einsatzeinheiten anzuschaffen, damit wir auf vielfältige Krisen auch differenziert reagieren können und auch gleichzeitig. Wir haben aus der Flutkatastrophe im letzten Jahr gelernt. Der Schutz unserer Bevölkerung bekommt nun endlich die Priorität, die er schon längst hätte haben müssen. Gestern habe ich im Kabinett die neue Resilienzstrategie der Bundesregierung vorgestellt, gemeinsam mit vielen weiteren Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz, die wir nun zügig umsetzen werden. Viele fragen sich jetzt zu diesem Jahrestag, kann so etwas wie im Juli 2021 noch einmal passieren? Und die ehrliche Antwort lautet,
Ja. Extremwetterlagen werden zunehmen und wir werden das auch in Zukunft leider häufiger erleben. Ich hoffe nicht Sie hier im Landkreis Euskirchen, aber wir werden darauf besser vorbereitet sein als vor einem Jahr. Mit diesem Jahrestag ist die Katastrophe nicht abgehakt. Die Ereignisse und der Wiederaufbau werden uns noch lange beschäftigen und natürlich die Familien, die ihre Angehörigen verloren haben, die Freunde verloren haben, die wird es noch lange mit Trauer erfüllen. Aber am heutigen Tag blicken wir zurück, auch auf ein Jahr mit beeindruckenden Aufbauleistungen. Ein Jahr voller Zusammenhalt, gegenseitiger Anteilnahme und Unterstützung. Ein Jahr, in dem die Menschen hier im Kreis Euskirchen und auch an vielen anderen Orten über sich hinausgewachsen sind. Und dafür, für diese besondere Leistung, die Sie alle hier für andere erbracht haben, möchte ich Ihnen zum Schluss noch einmal im Namen der gesamten Bundesregierung herzlich danken und erneut meine große Wertschätzung aussprechen. Ich finde, es ist ungeheuer schwer zu formulieren, was eigentlich vor einem Jahr hier im Kreis Euskirchen passiert ist. Hochwasserkatastrophe, Sintflut, Jahrhunderthochwasser, alles irgendwie richtige Worte, aber in Wahrheit nur Worte. In Wahrheit ist es doch deshalb so schwierig, weil das, was da am 14. Juli passiert ist, hier bei Ihnen in Ihrem Kreis an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz, was da hereingebrochen ist, über uns selbst heute noch für viele unbegreiflich, für manche sogar unvorstellbar ist. Ich habe in diesen Tagen persönlich erfahren, Helfer, Macher, Unterstützer sind wichtiger als die, die wissen, wer schuld war und die wissen, was man hätte alles besser machen können. Und von diesen Machern und Helfern gibt es viel mehr, als wir glauben. Wir müssen aufhören, über die anderen zu reden. Lassen wir uns auf die konzentrieren, die das tun. Das sind sehr, sehr viele. Kreis Euskirchen, der war ganz stark von dieser Flut betroffen, ja. Aber andererseits, wo die Not groß war, war auch die Hilfsbereitschaft noch größer. Irre, aber ist so. Dann geht es erst richtig los. Und an diesen Tagen wurden aus normalen Bürgerinnen und Bürgern Helferinnen und Helfer und dann Helden. Man kann diesen Menschen nicht genug danken und hoffentlich vergessen wir das nicht, wenn man ja wieder vorbei ist. Diesen ermutigenden Eindruck habe ich jedenfalls von meinen Besuchen in allen Flutgebieten mitgebracht. Und heute denken wir, das stimmt, an die Menschen, die gelitten haben, an die Verluste. Aber wir denken auch an die Helfer an einem Tag wie heute. Hunderte Menschen wurden verletzt, hatten oder haben zum Teil noch lange mit körperlichen und psychischen Problemen zu kämpfen. Und es darf nicht in Vergessenheit geraten, denn weiterhin gibt es Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Natürlich, das Land, der Bund, der Kreis, die Städte, alle helfen beim Wiederaufbau. Manchmal frage ich mich, tun wir eigentlich auch genug, um den Menschen bei den traumatischen Erlebnissen zu helfen oder bei der Trauerbewältigung? Das andere liegt nahe, ist aber auch einfacher, aber nicht weniger wichtig. Materielle Sachen kann man ersetzen mit Geld. Das ist bei dem seelischen Leid, das Menschen ertragen haben und ertragen müssen, nicht so einfach. Der schmerzhafte Verlust von geliebten Menschen, die Zerstörung ganzer Existenzen, die langwierigen Folgen von Verletzungen, das Hinwegspülen von kostbaren Erinnerungsstücken. Unter uns, wenn es nicht weiterzählt. Ich habe vorher nicht gewusst, wie man leiden kann, wenn das letzte Fotoalbum weg ist. Ich passe auf meine jetzt viel besser auf. Und eine Begebenheit, die hat mich da nachdenklich gemacht. Ich war eine ganze Zeit später mit dem Landrat in Gmünd, als wir eine Polizeiwache wieder eröffnet haben. Nein, ein Provisorium. Und dann sehe ich da einen Mann, der versteinert auf den Fluss blickt. Und dann fragt man, wir sind ja also neugierige Menschen, was ist denn da? Und da sagt er, dass er in der Flutnacht genauso da gestanden hat. Und da kamen da zwei Tote vorbeigeschwommen. Und als der mir das erzählte, hatte dieser Mann Tränen in den Augen. Und wir haben auch aufgehört, dann zu reden. Wissen Sie, da helfen dann keine Wiederaufbauhilfen, keine großen Reden, keine Schuldzuweisung. Und da haben wir noch verdammt viel zu tun, da bin ich sicher.
Das wird noch eine Riesenaufgabe sein. Und deswegen ist es unsere Pflicht als Politiker, aber auch meine ganz persönlich, aus dieser Katastrophe zu lernen. Das ist leicht gesagt, weil wir ja heute in einer Welt leben, in der wir uns schnell vormachen, wir haben das alles im Griff. Wir, die hochtechnisierte Menschheit, noch dazu in einem der reichsten und entwickelsten Länder der Erde. Und doch, diese Naturkatastrophe hat uns die Grenzen, die Beschränktheit aufgezeigt und auch, wo noch Verbesserungen nötig sind. Ja, es stimmt, Katastrophenschutz war ein Stiefkind der Politik. Muss man sagen, es war so. Es gab gar keine Katastrophenschutzämter mehr. Und über die anderen Sachen will ich gar nicht reden. Das war so der Eindruck, aber nicht nur bei der Politik. Sowas gibt es im Fernsehen, woanders, irgendwo weiter weg. Genau deshalb, Frau Ministerin, ist es richtig, dass wir den Katastrophenschutz, den Bevölkerungsschutz zu einem ganz wichtigen Schwerpunkt unserer Politik machen, als ständige Aufgabe. Wir haben es versucht. Wir haben Experten gebeten, uns mal aufzuschreiben, was wir besser machen müssen. Ich weiß, diese Papiere helfen keinem im Moment, der die Not hat. Aber es hilft uns, dass wir das, was wir dann ändern wollen, auch machen müssen, weil wir es aufgeschrieben haben. Und es hilft uns auch zu sagen, was ist denn das Richtige? Also Ideen aufschreiben reicht nicht. Entscheidend wird sein, was setzt man um. Wir werden dafür sorgen, dass den Menschen in der Wirklichkeit, in der Praxis geholfen werden. Und da empfehle ich, besonnen sein, zuhören, auf die Erfahrungen der Betroffenen zurückgreifen, Fehler erkennen und beseitigen, Schritt für Schritt Abläufe, Strukturen, Informationen und Ausstattung verbessern, damit Warnungen schneller vorankommen, verstanden werden, Evakuierungen besser funktionieren, Helfer geschützt werden, Ausbau der Sirenenlandschaft, mehr Koordination durch das Land oder die Einrichtung von Zellen, Talen, Depots mit Hilfsgütern. Aber auch das gehört dazu. Selbst wenn wir diesen Weg gehen und wenn wir ihn perfekt gehen, es wird keine 100% Sicherheit geben. Zu gewaltig sind die Kräfte von Natur, zu unberechenbar die Folgen des Klimawandels. Und deshalb müssen wir auch die Gefahr der Entstehung solcher Ursachen, Katastrophen im Blick haben. Wenn man sich hier umguckt, kann man feststellen, wir sind noch lange nicht so weit wie vor der Flut. Aber wir dürfen, finde ich, die berechtigte Hoffnung haben, dass auch hier in Euskirchen und an anderen Stellen wieder Normalität einkehren wird. Das erkennt man schon daran, wie die Menschen mit ihren Verwüstungen umgegangen sind und die Heimat nur wieder besser aufbauen. Allein in ihrem Kreis, vor ungefähr 50 Wochen vermute ich, gab es 70.000 Tonnen Sperrgut auf den Straßen. Das sieht man schon nicht mehr. Klingt vielleicht kleinkariert. Aber da sehen Sie doch, da ist doch schon was passiert. Und wenn man dann ein zweites Mal nach Schweinheim guckt, ein dörfliches Stadtteil, der noch 2020 als sogenanntes Golddorf im Kreis Euskirchen ausgezeichnet wurde und wo sich unlängst, das fand ich riesig, nach der Flut ein Verein gegründet hat mit dem Namen Schweinheim hat Zukunft. Das ist stark. Optimismus nicht verlieren, schwierige Aufgaben angehen, sich kümmern. Lassen Sie uns die Opfer der Katastrophe nicht vergessen. Dazu soll ja auch die Gedenkstelle beitragen, die gleich enthüllt wird. Aber lassen wir uns bei dem Anblick dieser Stele nicht nur an die denken, die ihr Leben gelassen haben oder die heute noch Schäden davontragen, sondern lassen Sie uns auch Mut und Kraft schöpfen. Das würde ich mir wünschen. Und dann hat neben all dem Schlimmen das Ganze noch was Positives. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viel dazugelernt. Herzlichen Dank.